so nach Ratte. Ich kann nur ihre Angst riechen, Herr Jones. Keine Bewegung. Mein Gott, wie wunderschön. Glückwunsch, Dr. Jones. Sie haben dem Dritten Reich soeben den Endsieg zugespielt. Sie brauchen schon etwas mehr als ein paar Orichalkum-Bomben, um die Welt zu überrumpeln. Bomben? Die Götter brauchen keine Bomben. Ich habe die Stimme gerade vergessen. Sehen Sie doch mal um. Wozu glauben Sie, sollten diese Maschinerie denn gut sein? Für Grillpartys am Wochenende. Falsch! Ja, genau. Wie schon Plato selbst genau wusste, ist dies eine Fabrik, die höhere Wesen erzeugt. Während sie hier rumgetapst sind, haben wir Orichalkum gesammelt. Mit Moss. Mit Lava. Und nun haben wir alle, was wir brauchen. Sind Sie bereit für den größten Augenblick der Geschichte, Dr. Jones? Auch wenn es da nicht steht. Ich glaube, die Hitze hier hat ihr Gehirn weich gekocht. Wissenschaftlicher Fortschritt fordert auch viel Mut, Jones. Das sollte doch gerade Sie gut verstehen. Jetzt ist nämlich interessant, ob ich das richtige Gespräch mache, denn sonst sterbe ich oder ich gewinne. Okay. Ach, ich weiß es leider. Muss das nicht so sein, dass er ganz viele Orichalkum-Perlen reinpacken muss und dann irgendwie so? Ja, ich weiß es gerade nicht. Sind dir nicht die Schädel mit den Hörnern aufgefallen? Fehlgeschlagene Experimente. Unwürdige Sklaven, die im Namen der Wissenschaft geopfert wurden. Der Fortschritt hat halt seinen Preis. Vielleicht waren sie alle zu menschlich, wie sie. Untermenschen meinen sie wohl. Sie wurden von ihrem eigenen physischen Makel zerstört. Physischen Makel? Als sie die enorme Macht dieser Maschine badeten. Glücklicherweise haben wir keine solche Makel. Glauben Sie, diese Maschine arbeitet immer noch? Warum nicht? Alle anderen, die wir hier gefunden haben, funktionieren prächtig. Wieso sollte sie hier nicht anders sein? Sollte es hier nicht anders sein? Als Gott werde ich alles wissen. Überall sein. Und jeden beherrschen. Sie werden gemeinsam herrschen, Herr Doktor. Seien Sie nicht albern, Kerner. Sie sind auf so etwas nicht vorbereitet. Wir werden sehen. Das untere. Ja, klingt nicht schlecht, das würde ich gerne probieren. Ich mag einen Mann mit Mut. Nein. Was? Wenn hier jemand Gott wird, dann ich. Sie machen Witze. Ich bin der Leiter dieser Operation, Sie Würstchen. Aktivieren Sie die Maschine. Ein Test ist ein Test. Platon schlug 10 Perlen vor. Probieren wir das mal. Halt, also. Was ist jetzt, Jones? Was ist mit Platons zehnfachem Fehler? Was ist damit? Fast alle Zahlen Platons waren um den Faktor 10 falsch.
Nur sein Gedanke. Ihr könnt recht haben. Wir sollten durch C teilen. Ja. Wählen Sie eine Perle. Oh, oh. Eine Perle also. Ich glaube, es ist zu wenig, oder? Und da wird dann entstellt. Ich weiß es nicht mehr genau. Himmel, es funktioniert! Oh mein Gott, von kleiner Kuppel. Nein! Scheiße, er war entstellt. Eine kleine Perle für einen kleinen Mann, nicht, Joe? Sie sind an der Reihe. Ach, ich will nicht. Was könnte man denn machen? Ich muss glaube ich, irgendwie dazu überzeugen, dass er das nimmt, oder? Genau. Sie brauchen kein Orichalcum, sie brauchen ein Wunder. Unsinn! Ich begebe mich in Platons Zahl. Mit 10 Perlen sollte es klappen. Du darfst nicht auf diese Maschine gehen. Nun gehen Sie bitte in Position. Doch, ich glaube schon. Machen Sie schneller. Habe ich jetzt da noch was? Das ist besser. Oh oh. Ich beginne. Einen Moment. Genau, jetzt ist nämlich die richtige Entscheidung. Irgendwas war da. Du musstest ihn irgendwie überzeugen, dass er sich selber da drauf stellt. Also das glaube ich jetzt weniger. Dieses bitte, Professor, zwingen Sie mich nicht dazu. Das ist okay, bringen wir es hinter uns, ist auch nicht, glaube ich, richtig. Ich probiere mal das hier. Und wenn Platons Fehler in eine andere Richtung lag? Wie meinen Sie das? Das hier? Ja. Ich bin gerade hier. Kannst du nicht speichern mal ab? Speichern mal ab. Kannst du nicht einfach abspeichern? Ich probier's mal. Auf einem ich würde mal abspeichern, weil dann musst du nicht alles nochmal anmachen, wenn du jetzt gleich verreckst. Richtig. Ich denke, Platon und Kerner lagen beide falsch. Nun gut, John, Sie entscheiden. Oh oh, ich glaube, das war doof. Naja, ich glaube, das war doof. Wir sollen überwinden. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war falsch. Ah! Meine Perlen werden dann denn schon. Hoffen wir mal, dass die Wahl gut ist. Oh, scheiße. Gut. Ich werde sterben. Leute, ihr seht auch schon mal den Tod von mir. Ja. Denn das darf nicht passieren. Eigentlich muss ich da nämlich der gute... In die Nein! Das habe ich noch nie gesehen. Nicht? Oh, Übermann ist tot. Ja, ich bin aber auch tot. Ja. Krass mit so einem crazy Face. Der Verwandlung zerfällt Atlantis zu Staub und begrub alle Geheimnisse und auch die Deutschen. Hey! Okay. Wir sind alle begraben. Gut, schauen wir mal. Sie können Göttertum nicht mit Perlen kaufen. Ach, John, wir müssen da irgendwas überlegen noch. Machen wir das untere, vielleicht kommst du dann wieder zurück. Ich probiere. Oder das obere, untere oder obere? Ja, probieren wir erstmal das hier. Keine Perlen, alter Verrückter. Ach kommen Sie, Doktor! Wo ist Ihr wissenschaftliche Neugier? Siehst du, jetzt bist du wieder zurück. Ja, ja, genau hier. Ich hoffe für Sie, dass das hier nicht klappt. Das war, glaube ich, die richtige Antwort. Warum nicht? Das kannst du nicht sagen, dass wir ihn... Genau. Ah, das da, ja. Also, sobald ich ein Gott bin, schicke ich es in die Hölle. Ich biete Ihnen Unsterblichkeit. Ist das der Dank dafür? Ja.
ganz oben will ich mal machen. Das hier, das ist ganz oben. Okay, schon mal von Gotteszorn gehört? Warten Sie nur ab. Warten Sie! Vielleicht habe ich das noch nicht ganz gut durchdacht, gut genug durchdacht. Sie wollen als Erster gehen? Sie planen was gegen mich trotz meiner Großzügigkeit? Ja. Nun, auf diese Art werden Sie nicht die Überhand gewinnen. Oberhand meine ich. Treten Sie zur Seite, Jones! Er wirft auch 100 rein, ja. Ja, und ja, wie wir wissen, funktioniert das ja auch so gut. Freuen Sie sich schon auf meine Rache. Das erinnert mich ein bisschen an Day of the Tentacle. Der Professor. Ja. Edison. Ja. Fred Edison. Ja. Von mir ist was passiert, Tschüss! Okay. Indy, folge mir, Sophia! Gut. Ach, die sind da hinten gestorben, die beiden. Genau. Ich glaube, jetzt musst du nichts mehr machen, oder? Nein, ich glaube, die laufen von alleine. Rums. Unten sieht man schön, wie die ganzen Sachen einstürzen. Das ist toll. Beeil dich! Wow, das war knapp. Oh. Schmeiß den Motor an! Und ein riesen Vulkan. Und da unten links sieht man noch so einen Maschinenteil. Ja. Und dann bleibt Atlantis für immer verschwunden. Richtig. Weißt du? Viele meiner Entdeckungen klingen wirklich wie Fabelgeschichten. Selbst für mich. Aber diesmal habe ich wenigstens einen Beweis. Dann wieder. Jo, Atlantis ist weg. Vielleicht auch nicht. Oh, wusste es, Manni, wusste es. Wofür soll das gewesen sein? Um den Schmerz zu lindern. Ja, Leute! Die Credits. Diesmal 601, total 601. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte es maximal gibt. Ich auch nicht. Und, mal in die Comments schreiben, das wäre nett, weil das würde mich schon interessieren. Gut, ja, unser Resümee zu diesem Spiel. Auch erstmal die schöne Musik genießen. Ist das die Indie-Titel-Musik? Ja. Indie-Titel-Musik, natürlich. Gut, Resümee. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Für den Amiga, glaube ich, damals als erstes rausgekommen. Jetzt auch für den PC. Ein wirklich schönes Spiel. Eines meiner ersten, die ich jemals gespielt habe als Kind auf dem PC. Ich habe also früher nur diese Click and Points gespielt. Und war Indiana Jones and the Fate of Atlantis war eins davon, wo ich gesuchtet habe, also wo ich wirklich viel davon gespielt habe. Und ja, ich glaube, ihr könnt auch ein bisschen verstehen, warum. Ich diesen Charme dieser ganzen Indie-Filme kommt in dem Spiel wirklich gut rüber. Ja, das stimmt. Und auch die ganzen Witze, und es ist typisch Indiana Jones. Und ja, ich weiß gar nicht, Dave, was hast du für Erfahrungen mit dem Spiel? Sehr gute, und ich habe mir immer gewünscht, dass dieser Film, das Spiel mal verfilmt wird, als vierter Indie-Teil sozusagen. Ja, und gut. Ja, leider kam es anders. Ich bin jetzt nicht so begeistert von dem vierten Teil von Indiana. Dann kam halt The Crystal Skull, da Empire. Richtig, genau. Und leider ja, nicht, gut. Hat nicht mein Geschmack getroffen, sage ich mal. Naja, gut. Es gibt da ja hat Atlantis, hätte sich Atlantis aber besser ge. Also sich da. Es passt mehr zu Indie einfach, ist es einfach. Ja. Ja, und ich finde auch die Geschichte ist sehr interessant von Atlantis. Ja, richtig. Dadurch das auch. Und da das dann halt mit Indie zu verbinden, das ist natürlich immer eine ganz coole Sache, wenn man dann solche Mythen hat und die dann mit Indie verbindet, das ist richtig cool. Wie bei dem Film halt.
Aber so wird halt Atlantis immer ein Spiel sein. Und ja, wird man nicht mit etwas anderem in Verbindung setzen können. Ist auch wieder was Tolles, muss man sagen. Gut, ich würde sagen, die Credits brauchen wir nicht alle ablaufen lassen, oder? Oh, okay, vielleicht kommt Indy bald wieder in einen völlig neuen Abenteuer. Ja, Turm von Babel. Als etwas jüngerer Mann. Okay. War er da jünger bei Turm von Babel? Nö, nö. Ich glaube nicht. Okay. Ah, da gab es schon Russen als Gegner, also war das älter. Ah, okay. Gut, LucasArts, TM, natürlich. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's von uns. Von Indy, von diesem Spiel. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es dann wieder heißt Let's Play. Irgendwas. Lasst euch überraschen. Bis dann. Ciao.